Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Resonator. In der Antarktis steht die Polarforschungsstation Neumayer 3. Betrieben wird sie vom Alfred-Wegener-Institut und das ist mit einem sogenannten Polarcamp durch die Bundesrepublik gereist, um den Menschen die Polarforschung näher zu bringen. Dazu gehört auch, auf Neumayer anzurufen und den Wissenschaftlern dort Fragen zu stellen. Beim Camp in Berlin haben wir davon einen Mitschnitt gemacht. Angerufen hatten wir beim Leiter der 37. Überwinterung bei Tim Heitland. Hallo, hier ist die Neumayer-Station. Ist die Frage berechtigt, wie das Wetter bei Ihnen ist? Oder ist es eh immer gleich? Nee, das Wetter ist absolut berechtigt. Und das Wetter ist absolut nicht immer gleich. Was immer gleich ist, ist, es ist kalt. Aber es ist mal mehr und mal weniger kalt. Und ja, im Moment ist es minus 20 Grad. Grob gesagt. Ist das kalt oder ist das warm? Ja, naja, das ist so genau mittendrin. Als wir ankamen, hatte es ein bisschen unter 0 Grad im hiesigen Sommer und unser kältestes bisher war minus 44 und so sind wir jetzt mit minus 20 genau in der Mitte. Ja. Und es wechselt aber sehr, sehr schnell, also erstaunlich schnell. Das heißt, anders als in Deutschland, wo man sich so langsam den Sommertemperaturen annähert, haben wir hier große Sprünge drin. Du kannst schon mal an einem Tag minus 35 haben und am Tag darauf hat es dann plötzlich minus 20. Gibt es bei Ihnen denn auch sowas wie eine Wettervorhersage oder müssen Sie sich überraschen lassen? Nein, wir haben ja einen eigenen Meteorologen hier. Der ist jetzt nicht in erster Linie dazu da, uns eine Wettervorhersage zu machen, sondern der macht hier ja seine Sondenstarts, seine Wetterbeobachtungen, die ins internationale Messnetz eingehen für die weltweite Wettervorhersage. Aber als Nebenprodukt fällt für uns auch eine lokale Wettervorhersage ab. Und das ist dann immer ganz schön, weil sie stehen würden. Ich bin Nicole, hallo. Ich würde gerne fragen, wie Sie und Ihre Kollegen vor Ort Folgen des Klimawandels beobachten. Also Sie und auch Ihre Vorgänger. Mhm. Also vielleicht erstmal das Wie. Ich spreche jetzt mal nur für die Zeit der Überwinterung. Also was wir hier in den Wintermonaten machen, also in unserem Winter, im deutschen Sommer, wo wir alleine sind, das ist im Prinzip relativ immer gleich. Also sprich, die Überwinterer machen ganz langjährige, immer wiederkehrende Beobachtungen und Forschung im, sage ich mal, wie soll ich es formulieren? Das ist die Hauptaufgabe. So. Und das ist zum einen die Geophysik, die wir hier haben, dann die Meteorologie und dann die Atmosphärenchemie. Und die Leute, die im Sommer dazukommen, die machen auch oft, so wie ich das jetzt mitbekommen habe als Arzt, muss ich auch dazu sagen, machen oft dann eher auch mal so andere Forschungen, die jetzt nicht über viele Jahrzehnte angelegt sind. Und was wir oder was die Kollegen hier machen, die jetzt hier sind, der Meteorologe misst natürlich einfach das Wetter. Er kann ja nur im kurzfristigen das Wetter messen und im langen wird dann daraus Klimadaten. Er guckt also, wie sind die Temperaturen und da wird natürlich nicht nur eine Temperatur gemessen, sondern weiß ich, in Bodennähe und in der Höhe und an verschiedenen Orten. Dann wird geguckt, wie ist der Wind, die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, UV-Einstrahlung und so weiter. Die Bewölkung wird gemessen. Dann wird einmal am Tag ein Wetterballon starten gelassen und einmal die Woche ein Ozonballon. Das heißt, da wird dann gemessen, in welcher Höhe ist die Ozonschicht, wie stark ist sie,
Die Windrichtung in den verschiedenen Höhen wird dann da bestimmt und so weiter. Das macht also der Meteorologe. Und da aus diesen Daten kann dann, die werden eingespeist in so ein Computermodell, das die ganze Welt umfasst. Da gibt es ja ganz viele Stationen, aber hier in der Antarktis eben ganz, ganz wenige. Und das macht unsere Daten damit auch so wertvoll, eben weil sie so selten sind und das Netz hier unten sonst so löchrig wäre. Das macht der Meteorologe. Wir haben eine Atmosphärenchemikerin, die hat ein Observatorium, wo die Luft, sage ich jetzt mal, in meiner Laienart-Vorstellung, also ich weiß schon recht genau, was sie dort macht, aber einfach gesagt, sie filtert die Luft und dann wird in den Filtern die Teilchen gemessen, also die Aerosole, also feste Bestandteile auch. Es werden auch Gase gemessen, aber auch feste Bestandteile. Und dann kann man, wenn ich das jetzt mal, wahrscheinlich würde mir meine hier unsere Atmosphärenchemikerin an die Gurgel gehen, wenn ich das so falsch wiedergebe, aber ich sage es jetzt mal so, was sicher nicht ganz verkehrt ist, zum Beispiel der Ruß. Ruß in der Luft könnte dann gemessen werden. Und da sieht man dann halt zum Beispiel Luftverschmutzung daran. Und aus diesen ganzen Daten lässt sich, wenn man das eben über viele Jahre beobachtet, natürlich auch das Klima dann ableiten. Und zum zweiten Teil der Frage, was beobachten wir da? Da muss ich ein bisschen passen, weil ich ja natürlich erst seit einem Jahr hier bin. Schon ein Trend, der für die Antarktis aber jetzt nicht für den ganzen Kontinent gilt. Also es ist im Bereich der Halbinsel anscheinend eher eine Erwärmung da. Und hier bei uns ganz lokal ist es über die vielen Jahre, die beobachtet wird, eigentlich gleich. Aber da muss man dann schon sehr genau unterscheiden und das überlasse ich dann auch lieber den Meteorologen, was praktisch ein lokales Wetterphänomen ist oder auch ein lokales Klimaphänomen und was, sagen wir mal, im globalen Maßstab ist. Ja, Ricarda hier. Meine Frage ist, was ist denn das Schlimmste und was ist das Schönste in den Monaten der Isolation? Also das Schlimmste, würde ich sagen, ist eigentlich bisher gar nichts. Also alle, die hier hinkommen, sind ja eigentlich zum ersten Mal da. Und man hat natürlich vorher jetzt wilde Fantasien oder naja, wilde Fantasien nicht, aber macht sich schon seinen Kopf und denkt sich, oh Gott, was kann da also alles sein? Und was im Übrigen auch natürlich das Erlebnis mit ausmacht, dass man halt neugierig ist und sich da auch, sage ich mal, in eine Situation begibt, die halt jetzt nicht ganz alltäglich ist. Aber schlimm, muss ich sagen, finde ich persönlich, und das weiß ich auch vom Rest von meinem Team, von meinen Kollegen, schlimm finden wir eigentlich gar nicht. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die einem mal abgehen, wenn man so lange dann hier keine Möglichkeit hat, hierher zu kommen. Zum Beispiel frisches Obst oder Gemüse oder so. Aber schlimm, muss ich sagen, nichts. Und das Schönste ist auch nicht ganz einfach zu beantworten, weil im Prinzip das Gesamterlebnis einfach totaler Wahnsinn ist. Es ist wirklich, also die Landschaft ist super schön. Die Pinguine, wir haben hier ja jetzt in den Monaten, wo die Kolonie da ist, tausende Pinguine, Kaiserpinguine, das ist total schön. Und es ist auch wirklich total schön, einfach mit den Kollegen hier zu sein. Da ergibt sich natürlich schon echt eine super Gemeinschaft. Ja. Das ist ja eine Ausnahmesituation und das zu sehen ist auch echt schön. Hallo, ich heiße Anna. Was können Sie denn an persönlichen Sachen mitnehmen, beziehungsweise was machen Sie in der wahrscheinlich sehr knappen Freizeit? Im Prinzip können wir ziemlich viel mitnehmen, weil die ganzen Sachen, die wir im großen Gepäck für diese 14 Monate haben, mit dem Schiff hierher gebracht werden. Sodass da das Gewicht jetzt nicht wie in einem Flugzeug so wahnsinnig eine Rolle spielt, wo man auf jedes Kilo achten muss. Und
da können wir, also ich habe einen Kollegen, der hat sein Rennrad mit einem Rollentrainer dabei. Da können wir also verrückte Sachen mitnehmen. Oder hat der Ingenieur hat irgendwie ein technisches Gerät dabei. Oder was haben wir noch? Also da sind im Prinzip der Fantasie wenige Grenzen gesetzt. Außer Lebewesen und Pflanzen. Also man kann jetzt nicht sein Haustier mitbringen. Das darf man auch aus Umweltgründen nicht, weil wir hier natürlich nicht irgendwie eingreifen können in dieses Ökosystem und da, weiß ich nicht, unsere Hauskatzen auswildern oder so. Das ist natürlich nicht gewünscht. Die würden wahrscheinlich auch nicht so lange machen hier bei den Wetterbedingungen. Für die Freizeit gibt es ein erstaunliches Angebot, muss ich sagen. Also wir sind ja doch immerhin in der Antarktis und wären alle, glaube ich, auch gerne und zufrieden hierher gekommen, wenn es nicht so viele Möglichkeiten gibt. Aber die Station ist super ausgestattet und wir haben einen Tischkicker und ein Billard und Dart und ganz viele Filme und ganz viele Bücher und Musikinstrumente und die Möglichkeit, Sport zu machen. Also es gibt ein Laufband und ein Fahrrad und da kann man also schon relativ viel machen, muss ich sagen. Also es wird sehr viel Sport gemacht und ja, Sachen viel fotografiert wird. Das bietet sich natürlich an. Also es machen alle eigentlich wahnsinnig viele Fotos. Das sind so die Dinge. Mal eine Frage. Nun bieten ja auch manche Reisegesellschaften den entsprechend zahlungskräftigen Touristen Touren in die Antarktis an. Was halten Sie davon oder Ihre Kollegen? Ja? Sollte man die Antarktis Leuten wie Ihnen alleine überlassen oder sollten Interessierte, die es sich leisten könnten, durchaus mal hinfahren? Das ist ganz schwierig. Da bin ich mir selber nicht so sicher, weil ich diesen Ort hier, von dem ich natürlich jetzt auch nur einen sehr kleinen Ausschnitt kenne, aber so fantastisch finde, dass ich den also wirklich absolut unbedingt schützenswert finde. Und Tourismus natürlich immer die Gefahr birgt, die Sachen auch kaputt zu machen oder den Sachen vielleicht ein bisschen die Besonderheit zu nehmen und den Reiz und was es ja auch ausmacht, so dieses Ausgesetzte und Abgeschiedene, das wegzunehmen. Und natürlich auch, sage ich mal, die Umwelt zu beeinträchtigen und im schlimmsten Fall kaputt zu machen. Das wäre natürlich, was dagegen spricht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, so schön, dass ich total verstehen kann, dass die Leute es sehen wollen und ich schon auch irgendwie teilen möchte und sagen würde, es wär cool, wenn die Menschen sehen können, wie das hier ist und wie abgefahren, sage ich jetzt mal, und wie einzigartig und besonders das ist. Also da bin ich so ein bisschen ambivalent. Ich meine, man kann ja auch den Menschen nicht verbieten, ihre Welt zu entdecken und zu bereisen. Und ich weiß auch nicht, ob man das sollte, aber auf der anderen Seite wäre es natürlich schon auch schön, den Ort so zu belassen, wie er ist. Und vielleicht keine ganz befriedigende Antwort, aber ist schwer zu sagen. Also so der Massentourismus, das wäre sicher ein Jammer, wenn der hier ankommt. Aber da sehe ich jetzt eigentlich auch keine große Gefahr. Es gibt Tourismus in der Antarktis, der in der Hauptsache, glaube ich, an der antarktischen Halbinsel sich abspielt, weil die eben viel, viel leichter zu erreichen ist. Es gibt viel Tourismus, der so im Rahmen von Kreuzfahrten sich abspielt, wo dann auch mal angelandet wird mit einem Schlauchboot. Insgesamt haben wir 35 Fragen gestellt und die restlichen 30 gibt's in der nächsten Ausgabe des Resonators.